Draußen und drinnen gab es jetzt Mitmachaktionen für die Schülerinnen und Schüler des Richard von Weizsäcker Berufskollegs in Dülmen. Aus Anlass des Europafestes hatte sich die Schule einiges einfallen lassen und das Wetter spielte mit. Für die Schule bedeutet es, dass wir uns jedes Jahr einmal ganz intensiv mit dem Thema Europa beschäftigen. Wir machen das, weil wir Europaschule sind. Und wir suchen jedes Jahr ein Thema aus, was besonders aktuell ist oder aber manchmal auch von der Europäischen Union vorgegeben ist. Und dieses Jahr ist es selbstverständlich, dass wir uns mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen. Mehr als 10 Stationen hatten die Organisatoren des Europafestes aufgebaut. Geschicklichkeit war gefragt. So musste ein rohes Ei mit Strohhalmen gepolstert werden, um einen Wurf aus dem Fenster zu überstehen. In diesem Fall leider erfolglos. Auch verschiedene andere Spiele drinnen und draußen standen auf dem Programm. Aber wir haben geplant, wir haben ja die internationalen Förderklassen in Lüdinghausen und wollten heute einen Raum schaffen für Begegnungen, dass sich die Schüler gegenseitig kennenlernen, wir was von denen lernen, die etwas von unseren Spielen lernen. Und da wollten wir einfach einen Platz schaffen. Um genau zu sagen, wir haben für die Schüler einen Flyer fertig gemacht und wir haben insgesamt 11 Stationen. Und das sind unterschiedliche Aufgaben wie Erlebnispädagogik oder Sing a Song oder Instrumentalmusik. Passend zum Thema Flüchtlinge waren Schüler aus 2 Integrationsklassen vom Schulstandort Lüdinghausen nach Dülmen gekommen. In Gruppen mit deutschen Schülern absolvierten sie verschiedene Stationen und lernten dabei auch ein wenig die deutsche Sprache. Sie sind heute hier Gäste, beziehungsweise die kleinen Stars auch. Es werden Spiele rund um Flüchtlingsthemen oder auch internationale Themen organisiert. Die Schüler können dann zusammen mit deutschen Schülern in Gruppen diese Spiele ausprobieren oder durchführen. Und ihnen wird geholfen, falls sie sprachlich die Anforderungen erstmal noch nicht leisten können. Wir machen ganz viel Deutsch und jetzt seit ungefähr 4 Wochen gibt es auch zusätzliches Angebot oder Pflichtfächer Mathematik, Englisch, Sport und Politik. Ob Indiaka oder Wikinger spielen, für Ahmad, Shafiq und Mahdi aus Afghanistan kein Problem. In Interviewübungen geben sie ihren Klassenkameraden bereitwillig Auskunft. Sie fühlen sich an der Schule wohl. War denn der Weg von Afghanistan nach hier? Wie lange habt ihr dafür gebraucht? 6 Monate. 6 Monate? Ja. Was ist denn so der erste Eindruck an der Schule? Wie ist das? Ist das gut oder was? Ja, gut, sehr gut. Ja. Vielleicht 4 Monate gegangen Schüler. Ja. Auch für Dülmener Schüler war der Aktionstag ein voller Erfolg. Also für uns ist das erste Mal und ich finde es persönlich sehr entspannt. Ich finde das schön, dass man mal so von der Schule einen Tag Zeit hat, hier sich mit der Klasse zu treffen und zu grillen und Spiele zu spielen. Ich bin jetzt nicht mit den Gruppen hier hingelaufen, aber wir am Frühstücken waren, die sind alle sehr, sehr nett und die haben halt auch, wir haben ja auch auf der Schule recht viele, die zum Beispiel Russisch sprechen und da haben die sich auch die ganze Zeit unterhalten und das war schon recht witzig. Also. Ich war überrascht, dass jetzt die speziellen Flüchtlingsklassen hier schon relativ gut Deutsch konnten. Also das hat mich relativ beeindruckt. Das Europafest fand nicht zum ersten Mal statt. Bei früheren Terminen konnten die Schüler auch den Namensgeber Richard von Weizsäcker begrüßen. Die Schulleitung will die erfolgreiche Veranstaltung auf jeden Fall fortsetzen.